Also, willkommen zum Workshop Bau dir deine eigene Dschungelkomponente. Dank an René Krefeld. Wir haben zusammen diesen Workshop in den Niederlanden gegeben. Er konnte nicht hier sein. Also, Restriktionen. Wir brauchen mehr als 105 Minuten. Das heißt, zweimal 45 und die 15 Minuten Pause, die könnt ihr euch schenken. Die nehmt ihr dann im Nachhinein nochmal da zu. Wenn wer was trinken möchte, der geht dann einfach raus, holt sich einen Kaffee oder weiß ich was und kommt dann wieder rein. Wir halten nicht an. Alles, was ich hier zeigen werde, gibt es im Nachhinein, wenn das die Rechtschreibung noch ein wenig korrigiert wurde, dann als über die Webseite jcbworkshop.com sich anzuschauen, weil es auch so viel ist und mit dem Thema könnte ich eigentlich einen ganzen Tag füllen, wirklich einfach, werden wir manche Punkte überspringen. Denn es passt halt nicht. Aber ihr könnt dann im Nachhinein euch das Ganze hier anschauen mit den Übungen und so weiter und das nochmal in aller Ruhe nachvollziehen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich über Clip oder Skype oder weiß ich was halt erreichen. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Ja, Komponentenentwicklung. Ich erhoffe mich, euch ein wenig zu erklären über Komponentenentwicklung, aber nicht nur Komponentenentwicklung, aber auch Softwareentwicklung, denn eine Komponente ist richtige Software und da sollte man sich doch ein paar Ausgangspunkte über ein paar Ausgangspunkte klar sein, die sehr wichtig sind. Also wir fangen an mit diese Ausgangspunkte und dann steigen wir ein in die Entwicklung der Komponente an und für sich. Also, ja, wenn wer möchte, kann ich auch auf Holländisch wechseln. Ich hoffe, dass es auch lesbar ist. JCB, Component Builder ist eins von verschiedenen Tools, die es gibt, um sich eine Komponente zu erstellen. JCB zeichnet sich aus, weil es als Komponente installiert wird in deiner Webseite. Du hast völlige Kontrolle. Das Tool ist Open Source und JCB wird auch mit sich selber kompiliert. Also man hat die völlige Kontrolle. Das ist etwas, was ich von SaaS-Anwendungen etwas weniger mag. Und ich weiß nicht, ob er noch dazu kommt. Was mir an dieser Komponente am meisten gefallen hat, wie ich damit angefangen habe, ist, dass es, um auf gut Deutsch zu sagen, Roundtrip Development ist. Man kann sich in die GUI Sachen erstellen. Wenn man dann im Nachhinein mehr erfahren ist und Sachen im Code direkt ändert, ist das Tool so clever, dass es die Änderung wieder in das GUI reinnimmt und kann dann wieder Sachen im GUI dazu machen und dann wieder seinen Code generieren. Und in dem Sinne zeichnet sich das Tool wirklich aus. Das ist wirklich ein Unikum. Momentan in der hiesigen Ausgabe macht es nur Komponenten an und für sich. Aber Plugins sind fast fertig, Module kommen dann auch schnell und die kann man dann als Paket ausliefern. Also dann wird es doch ein ziemlich umfangreiches Tool. Was könnte man damit machen? Man könnte irgendwie Daten sammeln, komplexe Formulare machen, Berichterstattung. Alles, was man selber möchte. Das Tool wird dir unterstützen, indem es fast alles, was es in Joomla gibt, wie Version History, Access Control, diese Sachen bekommst du alle geschenkt. Brauchst du dich eigentlich nicht drum kümmern. Es ist nur Klick und dann geht's los. Also mit aller Softwareentwicklung
was eine Komponente ist, sollte man anfangen, erstmal gut nachzudenken, für wen mache ich das und was möchte er haben. Ich kann das nicht genügend benachdrücken, dass das sehr wichtig ist. Ansonsten bekommt man was, was unnützlich ist. Also beginn mit einem Lastenheft. Eigentlich wie du es auch bei deiner Webseite machen solltest. Lastenheft ist Pflicht. Dann für die Komponente mehr als für eine Webseite ist Datenmodellierung dann Pflichtsache. Wir haben zu wenig Zeit, da ganz tief drauf reinzugehen, ist aber beschrieben, könnt ihr nachlesen. Denn ihr wollt ja Daten einnehmen und die irgendwie verwalten, verknüpfen, irgendwas damit machen, irgendwas darstellen. Und dann ist ein gutes Datenmodell sehr wichtig. Außerdem sollte man wissen, wie in Joomla mit Software umgegangen wird. Und da kommen wir auf das Thema Model View Controller. Wer weiß, was Model View Controller beinhält? Schon mal von gehört? Nur die wenigsten. Also ich werde es erklären halt. Aber erstmal Datenmodellierung. In der Vorbereitung habt ihr gesehen, dass ich gefragt habe, um das MySQL Workbench zu installieren. Die Übungen sind darauf basiert. In dem Workbench kann man sich die Datentabellen, will ich mal sagen, anmalen und dann die Beziehungen dazwischen verknüpfen. Und wenn man es richtig macht, und auch das ist beschrieben, aber werde ich nicht hier nochmal erzählen, kann man sogar die Ausgabe von MySQL Workbench in Component Builder einlesen und hat man seine Administrationstabellen und die Felder schon mal geschenkt bekommen. Dann kurz zum Model View Controller, denn das ist ein ganz wichtiges Konzept innerhalb von Joomla. Sachen getrennt zu machen. Hier seht ihr in der Ansicht, wie es geht. Es gibt eigentlich drei Teile, die findet man auch in Joomla, wenn man im Verzeichnisbaum sich rumschaut, zurück. Den Controller, den View und das Model. Und das Einfachste ist eigentlich die Analogie. Für die etwas Älteren unter uns, die kennen vielleicht noch einen Videorekorder oder einen DVD-Player. Der braucht einen Bildschirm und der braucht einen Remote-Control, um den zu bedienen. Also der Controller wäre das der Remote-Control, der View wäre der Bildschirm und das Modell wäre der Videorekorder, der die Daten abfragt. Und so geht das dann vonstatten. Und warum komme ich dann nicht zurück? Ich muss klicken. Oh. Also in einer Webseite geht das dann so verschatten. Es wird eine Abfrage gemacht, also ein Task, Edit, Delete, weiß ich was, wird an einem Controller weitergeleitet. Sagt, okay, ich muss was anzeigen, Display. Das geht dann zum View. Ja, okay. Was soll ich anzeigen? Der fragt dann beim Modell die Daten nach, die holt die aus der Datenbank, gibt die zurück und wird über Layout angezeigt. Und diese drei Stufen, die findet man überall in Joomla zurück und auch in JCB, im Joomla Component Builder. Wenn man eine Komponente macht, dann gibt es eigentlich eine bevorzugte Schrittweise. Also zuerst erstellen Sie sich das Datenmodell Ihrer Komponente, wie sich die Daten miteinander verhalten. Normalerweise tun Sie das entweder auf Papier oder in MySQL Workbench, damit man weiß, was man halt bauen möchte. Dann erstellen Sie sich eine leere Komponente. Wir werden die Schritte dann im Nachhinein durchlaufen. Sie definieren die Feldtypen für Ihr Datenmodell. Und aus den Feldtypen, wenn sie nicht schon vorhanden sind, dann die Felder, also die Spalten Ihrer Datentabellen. Erstellen dann die Administrationsansichten im Backend.
Erstellen Ihre Views für das Frontend, kompilieren und installieren. So einfach ist das. Also der erste Schritt wäre dann, erstellen Sie sich Ihre Komponente. Ja, ihr könnt mal den Component-Builder, der ihr jetzt habt, öffnen. Und dann, wie die 1 hier gibt, wie es hier bei der 1 steht, Joomla Components. Und dann könnt ihr auf Neu klicken. Seid ihr alle dabei? Und dann bekommt man so eine Art von Ansicht. Also Name deines Projektes, Name im Code zur Referenz. Jede Menge Optionen über Debugging, Custom Placeholders, Versions, aber auch normale Sachen wie, okay, wie ist der Name deiner Firma, der Autor, E-Mail und so Zeugs. Und dann, wenn man das gemacht hat, geht man zu den Compiler und kompiliert das Zeugs. Ja, ich würde sagen, probier es mal. Wenn Fragen sind, hebt die Hand, dann komme ich rüber und versuche zu helfen. Irgendwas. Wir werden das später wegwerfen und alles synchronisieren auf etwas, was ich vorbereitet habe, aber nur um ein Gefühl zu bekommen, wie das dann halt geht. Und dann mache ich ein Foto der Teilnehmer. Was? WHMCM. Nein, brauchst du nicht. Es gibt ja sehr viele Optionen, die wir nicht alle erweitern werden hier, denn das ginge ja viel zu weit. Ich hoffe, dass ich euch ermitteln kann, was es in der Basis gibt. Da müsst ihr euch aber auch selber mit rumschlagen, um das dann ja, weiter im Griff zu bekommen. Hat's geklappt? Okay, dann machen wir weiter, denn viel Zeit haben wir nicht.
Was ist passiert, wenn ihr das kompiliert habt? Ist was passiert? Habt ihr das installiert? Ja, probier mal. Wir sehen mal, was passiert. Und was ist passiert nach dem Installieren? Fehlermeldung. Okay, Fehlermeldung ist eigentlich nicht gut. Hast du die Komponente hier selektiert? Ja, der hat sie auch erstellt. Die grüne Meldung kam und dann gibt es gleich einen Button, dass man es direkt installieren kann. Ja. Okay. Müsste eigentlich nicht sein, aber okay, weiß eigentlich nicht, warum das dann jetzt passiert. Hoffentlich geht es dann später gut. Aber Sinn der Sache wäre, ja, man kann es zwar kompilieren und installieren, aber weil wir noch keine Felder, Admin-Juice hat, macht das Teil halt nichts. Um das Teil was machen zu lassen, brauchen wir Felder, Feldtypen und eine Administratoransicht. Also erstmal Feldtypen. Also Feldtypen sind viele vorhanden in Joomla, wie Checkboxes, Text, weiß ich was. Aber es könnte sein, man möchte ein eigenes Feld haben vom Typ Postleitzahl oder weiß ich was, Schuhgröße, irgendwas Spezielles mit speziellen Eigenschaften. Und dazu gibt es Feldtypen. Man kann sich einen Feldtyp über das Menü erstellen. Da musste rechts oben auf DE wechseln. Aber muss, ja. Also die Feldtypen findet man hier oder im Kontrollpanel, aber ich mag das nicht mit den großen Icons, also ich gehe da immer hin übers Menü. Und dann sieht man hier schon die Feldtypen, die man auch aus Joomla kennt. Kalender, Category, Checkboxes ja, und so Zeugs. Und dann kann man seine eigenen Sachen dazu machen. Also wenn man einen Feldtypen erstellen will, dann sagt man, okay, worauf ist das basiert, was ist der Name, eine kurze Umschreibung. Und dann, wenn ihr ein wenig bekannt seid mit Joomla und auch der Domo, ja? Es gibt Fehler mit der Verzeichnisrechte, er kann es nicht erstellen, das Verzeichnis, beim Kompilieren. Aber das ist, ja, das ist dann lokal auf deinem Rechner, also da habe ich kein... weiß nicht, warum das dann nicht geht. Es ist ein normales Akiba-Backup, das zurückgespielt werden sollte. Und da normalerweise sind die Rechte ja, vergeben und müsste eigentlich die Rechte vorhanden sein, um das zu klären. Ja, kann ich im Moment, ja, wir haben leider keine Zeit, um da jetzt Zeit reinzuschicken und zu sehen, was bei dir jetzt dann nicht klappt. Also wer in der Joomla-Dokumentation schon mal was mit Formularen gemacht hat, der kennt vielleicht all diese Attribute wie Typ, Name
und so weiter. Das sind die Attribute, die im Joomla Feldtypen Dokumentation vorhanden sind. In JCB kann man dann auch noch sagen, okay, der Typ ist ein Pflichtfeld. Man soll das Teil übersetzen später oder übersetzen können. Hier ist dann so ein Vorbild, wo es in der Joomla-Dokumentation erklärt wird, die Checkbox. Und wenn man da draufklickt, dann bekommt man, sieht man auch die Attribute, die man in Joomla Component Builder hat. Also Feldtypen sind eigentlich nicht mehr als eine Vorlage. Es ist keine Instanzation, also es ist nicht ein wirkliches Feld, es ist nur eine Vorlage, okay, so soll es sein. Blaudruck für die weitere Verwendung. Richtig wird es erst, wenn wir die Felder dazu beziehen. Also wenn man ein Feld macht, entschuldigen, die Screenshots sind immer holländisch, aber man müsste eigentlich ein wenig Fantasie dazu legen. Im Deutschen dürfte der Platz der gleiche sein. Ne? Also wenn man ein neues Feld erstellt, geht man nicht nach Components, Component Builder, Felder. Und hier sieht man schon verschiedene Felder, so Geburtstag, Client Name, Client Umsatzsteuernummer. Aber wenn man ein neues Feld erstellt, ihr könnt es mitmachen, dann kann man zuerst mal den Feldtyp sich auswählen. Also was will ich speichern, was soll es sein? Soll ein Calendar Field sein oder eine Kategorie oder eine Checkbox, eine Farbe, File, E-Mail, File List. Also es gibt eine ganze Menge von Sachen, die man machen kann. Dann macht man Text, das ist das Einfachste. Dann gebe ich den Namen ein für den Text. Ich kann es einer Kategorie zuweisen. Das ist eigentlich ganz praktisch in dem Sinne, dass wenn man mehrere Komponenten über das JCB verwaltet, wird die Liste der Felder sehr lang. Und wenn man sie dann in einer Kategorie hineinfügt, dann ist es einfacher, die wiederzufinden, die du für dieses Projekt vorgesehen hast. All die Eigenschaften des Feldes wurden eigentlich im Feldtypen festgelegt. Jetzt geht es hier aber, das müsst ihr noch machen, okay, wie würde ich das dann abspeichern? Das definiert man dann hier in der Datenbank Varchar, also eine variable Anzahl von Zeichen. Kann man auch sagen, okay, maximale Länge ist das, weiß ich was, und dann speichert man ab. Zu einem Feld könnte man auch noch, das machen wir jetzt nicht, CSS dazufügen, die für das Feld relevant ist und nur für das Feld. Das Tool wird dann dafür Sorge tragen, dass die CSS immer geladen wird, wenn notwendig. Und ein wenig Vorschau, man sieht hier View und Views. Also View ist in Joomla die Item View, ich weiß nicht, was ist das, wie heißt das auf Deutsch? Ansicht. Ja, Ansicht, aber Ansicht, man hat eine Listenansicht, aber was ist die Einzelansicht? Okay. Okay, die Einzelansicht, und für die Listenansicht hat man dann verschiedenes CSS zur Verfügung, und das gleiche gilt dann für das JavaScript. Wenn man zum Beispiel irgendwas mit einem Datepicker machen möchte oder was Cleveres, kann man das hier eingeben und das Tool wird das dann, wo es dann benötigt wird, verwenden. Jetzt haben wir ein Feld gemacht und das Schöne dieses Feldes ist, dass es dann auch wiederverwendbar ist. Das Feld steht, wie es jetzt definiert wurde, in JCB auf sich. Es hat noch keine Verknüpfung mit einer Komponente oder irgendwas. Aber wenn wir dann weitermachen, dann sehen wir,
Dann machen wir erstmal eine Übung. Ha, ha, ha. Ja, erstellen Sie mal ein paar Felder. Ein Feld namens Kundenname vom Typ Text. 45 Zeichen, eine Steuernummer, 20 Zeichen oder ein Primärkontakt und das Typ Benutzer, die im System sind. Machen Sie mal das erste und das dritte. Das zweite ist eigentlich das gleiche wie das erste. Seid ihr noch alle dabei oder soll ich irgendwo eingreifen? Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, dass keiner antwortet. Ja, 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 ja. Das ist nicht wahr. Ich glaube, die letzte Option ist Variable, da kann man eine Anzahl eingeben. Ich sehe jetzt nicht, wie ich das größer machen kann. Entschuldigung. Also machen Sie zuerst ein Feld Kundenname, 45 Zeichen, dann ein Feld primärer Kontakt von dem Typ Benutzer. Wenn es vom Typ Benutzer ist, wird das Teil dann im Nachhinein verwendet, um einen Benutzer von der Joomla-Seite sich zu selektieren. Ja, das ist der Datentyp, Benutzer. In der Database ist es ein Integer. Denn die ID des Benutzers wird gespeichert und von der ID her erholt man dann den Namen, die E-Mail oder weiß ich was. Die, die schon fertig sind, können für das Feld Client Name ein Pflichtfeld machen mit der entsprechenden Fehlermeldung. Und ja, Marco, hier steht ja auch, aber wenig klein geschrieben, speichern Sie das Feld Benutzertyp als int 11 in der Datenbank. Hatte schon gedacht. Thank you.
Ja. Und dieses Plüsschen muss ich nicht aus, das ist Aufwand gespeichert. Also ja. Okay, sind wir alle soweit oder hat wer noch Fragen, die ich helfen kann? Okay, dann fahren wir fort mit den Feldern. Denn eine ganz oft benutzte Funktion, die wir auch in Joomla kennen, ist das Ein- und Ausblenden von Feldern von einer Kondition abhängig. In Joomla haben wir dafür ein Attribut ShowOn. Das ist sehr nützlich, aber hat schon seine Begrenzungen. Dann kann man sagen, okay, wenn ich irgendeine Zahl größer als 10 eingebe, dann öffne ich ein anderes Feld und sage, jetzt muss ich dieses Feld auch einfügen. Show on hat die Begrenzung, dass das Feld, eingeblendet wird, wenn das sagt, okay, das ist ein Pflichtfeld in gegebenen Umständen. Bei Joomla, wie es halt ist, kann man da nicht weitergehen. Wenn das Feld verborgen ist, auch wenn es nicht nützlich ist, kann man es nicht, kann man nicht abspeichern. JCB hat eine ganze Reihe von Extra-Funktionen, um dieses Show-On zu erweitern oder zu ersetzen eigentlich. Hier sieht man schon die Eigenschaften, man kann sagen, okay, Toggle, High-Toggle, Show-Only. Man kann Konditionen kaskadieren. Sagen, okay, es ist eins von den Attributen aus Listboxen, weiß ich was. Also es ist etwas einfacher, sich das hier zusammenzuschachteln. Bei ShowOn muss man schon wissen, was die Felder tun und muss das dann auch in einer Art booleanischen Logik eintippen. Aber grundsätzlich können die das Gleiche, aber in JCB ist es halt einfacher. Man kann das irgendwie über die GUI erstellen und JCB ersetzt dann das durch den entsprechenden JavaScript-Code. Der JCB kann aber auch über einen Trick, der ist etwas schwierig zu finden, aber mit den versteckten und Pflichtfeldern handeln. Dazu muss man in einem Formular ein Feld anmachen mit Namen not required, Datentyp int. Und wenn man das macht, dann kann man auch ein Pflichtfeld verbergen und beim Speichern meckert Joomla dann nicht mehr. Das ist aber ja, sehr praktisch. Ansonsten muss man sein eigenes JavaScript-Foo drauf machen. Also hier sieht dann so ein wir kommen noch drauf, aber hier sieht man die Felder eines Formulars und da haben wir hier das Not Required Hidden Field. Und die Sachen, die da, die anderen Felder. Und Ziel wäre dann, in diesem Fall könnte man sagen, ich habe eine Checkbox, ist das eine Company? Und wenn das eine Company ist, dann ist die VAT-Nummer, die Umsatzsteuernummer, ist Pflicht. Aber wenn ich die Checkbox nicht anklicke, ich bin eine Privatperson,
dann macht das Umsatzsteuerfeld keinen Sinn. Und es kann zwar Pflicht sein, aber ich muss in dem Falle möchte ich speichern können. Wer hat alles MySQL Workbench installiert? Das sind halt die wenigsten. Ja, dann werden wir wohl, ich werde das mal übergehen, aber das wird dann wenig praktisch sein, um dann wirklich die Übung da jetzt reinzumachen. Aber MySQL Workbench, wie gesagt, kann man sich sein Modell aufbauen. Zur linken Seite hat man dann dein Catalog Tree, kannst du, deine Database, deine Tabellen, deine Views und Routinen. Views und Routinen können auch native auf MySQL sein. Die werden wir nicht benutzen, wir werden nur das Tabellenteil benutzen. Was man für Joomla beachten muss, ist, dass man sich den Datentyp der Datentabelle gut auswählt. Und für Joomla ist das UTF-8-MB4, damit auch alle Unicode-Charakter, also Umlaut und weiß ich was, und Chinesisch und Japanisch und weiß ich was für Zeichen, dass die gut abgespeichert werden. Vom Tabellentyp her kann man sich dann MyISAM traditionell oder InnoDB auswählen. Ich würde normalerweise sagen, okay, normal von InnoDB, das hat etwas mehr Vorteile, die hier was ausgelegt sind. Wenn man sich sein Modell in MySQL Workbench erstellt, braucht man sich eigentlich nur konzentrieren auf die Felder, die dich interessieren. JCB fügt, je nachdem, wenn man möchte, die normalen Joomla-Felder hinzu. Publishing Date, Unpublishing Date, ja, es gibt so eine Reihe von Feldern, die eigentlich in jeder Tabelle vorhanden sind. Das, die sind für dein Datenmodell normalerweise nicht sehr relevant, aber für die Nutzung im Nachhinein schon. Und hier sieht man dann ein Vorbild von wie Tabellen, wie man eine Relation zwischen Tabellen erzeugt. Also, ich habe hier einen Klient. Der Klient hat einen Namen. Der hat eine ID und der hat möglicherweise eine Feldnummer. Der Klient hat keinen Namen, keine E-Mail-Adresse, kein nix. Aber das ist, weil der Klient über den Benutzer, über das Benutzerfeld, was wir vor 10 Minuten genannt haben, auf den Joomla-Nutzer verweist. Und das wird dann hier, zeigt sich hier, Klient verweist auf das Joomla, auf den Joomla-User. Also in dem Fall, hier seht ihr so ein kleines Dreieck-Dingsbums, also dass mehrere Klienten könnten auf den gleichen Joomla-User verweisen. Ein Klient, eine Firma oder weiß ich, kann auch ein Logo haben. Aber das Logo ist spezifisch für einen Klienten. Und wenn er genau zu ihr schaut, sagt sie, sind zwei Striche, das ist eine 1:1 Relation. Da kommen wir noch ein wenig drauf zurück. Also in dem Sinne baut man sein Datenmodell auf und diese Relation muss man dann später in Joomla auch hinzufügen. Und,
um die Tabelle zu verknüpfen. Ja, ich werde euch dies ersparen jetzt. Jetzt wird es langsam spannend. Wir hatten ja Felder, an für sich machen Felder nichts. Ich habe schon gezeigt, dass Felder zusammen in einem View stehen, aber das wird dann unsere Administratorenansicht. In Joomla entspricht einer Administrationsabsicht, Ansicht eigentlich einer Datenbanktabelle normalerweise. Und dann die drei Blöckchen, die wir sahen, das wären dann drei Tabellen. Man hätte eine Tabelle für Logo, für Klient und die User-Tabelle, die ist schon in Joomla vorhanden. Mit einer Administratoransicht kann man dann Felder verknüpfen. Ein Feld, was man gemacht hat, also Name, Alias, die kann man in einer Administratoransicht einfügen. Na. Hier gibt es die Admin Views. Nehme ich hier mal Client. Hier habe ich schon Client und Logo, das werden wir dann später bei euch auch einfügen. Und dann haben wir hier, bei der Tabelle sieht man dann hier Single, also Item View wäre dann Client, Listen View wäre Client, also die Mehrzahl. Das ist eine Konvention innerhalb von Joomla, um das so zu tun. Man braucht es nicht, aber um den Code verständlich zu halten, dann macht es halt Sinn, dass man sich an die Konvention von Joomla hält. Beim Datenmodell habe ich schon des Öfteren den Fehler gemacht, dass ich dann als mehrfach benannt habe, also Klienten oder weiß ich, und dann kommt richtig was Unbegreifliches vom Mehr, wenn Joomla das dann wieder auf mehrfach erweitert. Also wäre schon was, um das davon bewusst zu sein. Man kann auch verschiedene Arten von Ikonen dazufügen, aber da hat man seinen Admin-View. Im Admin-View ist das Wichtigste wohl, sind die Felder, die Fields. Das ist nicht eine schöne Ansicht. Ja, das ist besser. Das hat mit der Schirmgröße zu tun, dass er das dann so untereinander stellt. Also, eine Administrations-View hat verlinkte Felder. Hier haben wir die ID, also der User in Joomla, die Umsatzsteuernummer, und Klientname. Wenn ich dann hier auf den User drücke, dann komme ich auch direkt ins Feld wieder zurück. Also man kann in dem Tool schon rumspringen. Und hier kann man dann einfach sagen, ich möchte die verlinkte Felder dann editieren. Ja, muss. Und da kann ich, der Bildschirm ist etwas zu klein. Über den normalen kann ich hier ein extra Feld zufügen und benennen oder wegnehmen. Für ein Feld kann man dann schon verschiedene Sachen machen. Also man kann sagen, ob es ein Title Field ist, dann wird es verlinkt. Man kann sagen, ob man das Feld sortieren möchte im Admin View, ob man es durchsuchen will,
ob man es verlinken will und wo man es haben will, würde man sagen. Hier kontrolliert man, wie sich deine Admin View anzeigt. Also alle Felder, wo ich sage Searchable, dann kommt eine Searchbox zu deinem Admin View dazu, da kannst du irgendwas eintippen und dann da sucht ihr halt die Felder, die mit Searchable angemerkt sind. Die Felder, die über Sortable markiert sind, können dann halt sortiert werden. Das kann man sich alles in der Ansicht anklicken und ja, der Code wird automatisch erstellt. Was hier noch zu weit geht, man kann auch sogar auf Feldebene sich seine Zugangsrechte zusammenstellen. Über das normale, wie das, naja, normale, aber nicht unbedingt unkomplizierte ACR von Joomla, wie man das gewohnt ist. Ja, dann erstellen Sie bitte mal eine Tabelle, egal welche, und fügen Sie ein Feld dazu. Und wie gehabt, wenn ihr Fragen habt, fragt mich, dann komme ich vorbei. Muss man den Präfix angeben bei der Tabelle oder macht er den automatisch? Das macht er alles selber. Brauchst du nicht. Also im MySQL Workbench. Ja, okay. Das ist ein anderes Thema. Erkläre ich. Nein, über JCB. In JCB machst du jetzt eine Tabelle. Wie das über MySQL Workbench geht, ist eine separierte Page, wo wir wahrscheinlich keine Zeit dafür haben, aber die kannst du dir im Nachhinein nachlesen. Und da erkläre ich, was ihr machen solltet, wenn ihr den Weg gehen würdet. Das mache ich jetzt mit dem Admin View, die Tabelle? Oder? Ja. Du hast ein Projekt. Nein, Projekt brauchst du noch nicht. Denn ein Admin View kann man sich unabhängig vom Projekt erstellen und ein Admin View kann in mehreren Projekten benutzt werden. Wenn man zum Beispiel Kundeninformationen hat, dann macht man sich einmal einen View dazu und den kann man dann in verschiedene Projekte benutzen. Ja. Also diese Ansicht ist eine Admin View. Genau. Also ich verstehe das mit der Tabelle nicht. Eine Datenbanktabelle hat mehrere Eine Tabelle hat mehrere Spalte. Jede Spalte ist ein Feld. Und du machst jetzt ein Admin View. Ein Admin View ist eigentlich eine Ansicht von einer Tabelle. Und wenn du zu einem Admin View ein Feld dazufügst, dann macht JCB die Tabelle mit der entsprechenden Spalte. Genau, okay. Also das heißt, ich mache jetzt 5 Spalten oder 5 Felder zum Beispiel, dann wird JCB machen dann automatisch. Ja. Und er fügt, wenn man die Option setzt, auch die normalen Felder von Joomla dazu, entfernt, trashed, published date und so weiter. Und was war jetzt das mit diesen Feldern, den User und diesen Namen, den wir vorhin angegeben haben? Ja, die kommen dann im Nachhinein zurück. Wenn wir das gemacht haben, dann laden wir eine Konfiguration her, dann habt ihr die Tabellennamen.
Das war halt ein Vorbild, was man machen kann. Man kann einen Benutzer auswählen, der schon in Joomla drin ist. Man kann Textfeld, man kann ein Nummernfeld, irgendwas, was man hat. Nee, die Felder hast du schon gemacht oder hättest du schon gemacht und die wählst du dann aus in deiner Admin-View. Ja, dann fügt man ein Feld dazu, also hier über Felder, etwas runter und dann Linked Fields, verknüpfte Felder. Dann sage ich hier Edit, ja, ich möchte hier nicht reingehen. Und hier siehst du die Felder, die schon da sind, aber dann mache ich hier auf Plus. Kommt hier eine neue Zeile dazu. Wähle mir hier dann das Feld aus. Weiß ich was. E-Mail. Und nehme dann die Option, die ich dann möchte. Ich möchte das auf E-Mail sortieren können und ich möchte es searchable haben. Hier könnte man dann auch noch sagen, okay, bitte, in welchem Tab ist es? Man kann mehrere Tabs in einer Backend-View haben, die sieht man ja hier auch. Hier gibt es Field Publishing und Permissions, könnte man sich anzeigen. Dann gibt es hier noch eine Position. Links im Tab, rechts im Tab, über die ganze Breite. Ja, da müsst ihr halt mal rumklicken, um zu sehen, was es da dann gibt. Aber da kann man sich den View ein wenig konfigurieren, schön machen. Nee, die Tabelle wird erst nach dem Kompilieren und der Installation der Komponente wird die Tabelle erstellt. Ach, bei der Installation? Ja. Ach so, alles klar. Wie einer normalen Tabelle. Was er dann auch noch versucht, aber da scheitert das des Öfteren, wenn du jetzt eine Tabelle, du bist auf der Version 1.5 deiner Komponente, du änderst eine Tabelle, dann versucht er auch das MySQL Upgrade Statement zu generieren, dass wenn wer die neue Komponente installiert für die Version 1.6 und er war auf 1.5, dann versucht er zu konvertieren. Wenn man nicht zu viele Änderungen auf einmal macht, dann geht das gut, aber wenn man ganz viele Sachen auf einmal macht, dann stolpert er, dann könnte man besser. Es ist sehr schwierig, aber dann ist man besser dran, dass man sagt, ich deinstalliere meine Komponente, installiere sie aufs Neue, dann bin ich mir sicher, dass die Tabellen korrekt sind. Sind wir alle wieder soweit? Oder wer ist noch nicht soweit? Okay, wir hatten jetzt die normalen Administratoren-Ansicht. Normal in dem Sinne, dass es die meist vorkommende Kombination ist, ein Listen-View und ein Item-View. Man kann aber auch, wie es hier benannt wird, benutzerdefinierte Administrationsansichten machen. Ich würde das eigentlich mehr... Das sind eigentlich mehr Reports, wo man sagt, okay, ich zeige an, wie viele Nutzer ich habe oder wie viel kein Logo habe oder weiß ich was. Ein Report, eine Dashboard-Seite will ich mal sagen. Die kann man sich dann hier erzeigen über Custom Admin Views. Wenn wir hier Close machen. Die sind dann hier. Ich habe keine dabei, aber
den ich benutze eigentlich kaum. Man sieht schon, hier gibt es Pflichtfelder. Und hier im Default View macht man dann sein HTML. Und hier auf der rechten Seite sieht man dann auch schon so Sachen, die man sagt, okay, das könnte ich ausgeben, die E-Mail, macht es dann da drin und da kommt irgendwas von E-Mail drin, was halt dann für deine Seite wichtig wäre. Aber da wird man noch eine Schleife einbauen oder weiß ich was, um zu zählen. Aber vielleicht war es zu schwierig im Moment. Aber es geht halt. Man kann da so ein Dashboard bauen. Was aber auch sehr praktisch ist, wir haben ja jetzt Administrationsansichten, die nur aus einer Tabelle bestehen. Und JCB hat ein Konzept, das nennt sich dann Dynamic Get. Da kann man über die GUI die Tabellen miteinander verknüpfen. Wo wir gesagt haben, wenn ihr euch erinnert, die Datenansicht mit den drei Kästchen, da hatten wir das Logo und der Klient. Jetzt in der normalen Ansicht habe ich dann die Klienten, aber ohne Logo. Oder ich habe die Logos und keine Informationen über Klienten in einer normalen Administrationsansicht. Ich sehe sie sehr bedenklich gucken. Das ist meine Physiognomie, ich gucke immer so. Okay, das habe ich auch. Ja, also ein User ist ein spezieller Feld, der wird dann eingelinkt, aber wenn ich dann eine Übersicht machen möchte von Klienten mit den Logos, dann würde ich das über ein Dynamic Get machen. Dann könnte ich die zwei Tabellen miteinander verknüpfen, dann gibt es eine Art virtuelle Tabelle mit sowohl Klienten als ihr Logo und dann habe ich halt eine Liste mit Klienten und Logos. Ja, wenn Sie Zeit haben. Ja. Also mal bilde ich in der Datenbank eine Datenbank View und ja. Dann nach außen hin eine Tabelle über tatsächlich physikalisch mehrere Tabellen. Ja, also das ist halt. Was geht einfacher? Na, einfacher geht das Verknüpfen über die GUI, aber ob es schneller geht, das kann man nicht generell beantworten. Das ist halt, wie viele Relationen gibt es, wie viele Felder habt ihr. Irgendwann ist die Verknüpfung über die GUI unpraktisch, dann sollte man sich halt eine andere Tabelle, eine Intermediärtabelle im Code erstellen. Auch wenn man Relation End-to-End hat, es gibt keine generelle Antwort. Es ist ganz davon abhängig, was Sie für Ihre Aufgabe wollen. Aber für die einfachen Sachen ist dies sehr bequem. Man braucht sich da nicht mit weiß ich was für komplexe Sachen auseinanderzusetzen. Über diese Oberfläche habe ich im Prinzip die Möglichkeit, ohne dass ich mich mit SQL auskennen muss. Genau. Wenn ich im anderen Fall, wenn ich mit echten Tabellenviews arbeite, dann kann ich ja die Tabellenstruktur, die da drunter liegt, ändern, ohne dass ich an der Oberfläche irgendwas mache. Ja. Sie können auch beides machen im Prinzip, also das, Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gestellt in dem Sinne. Aber das ist halt für einfache Sachen, müsste das genügen. Wir werden das dann demnächst auch noch sehen, im Vorbild, wenn wir das reinladen. Bis jetzt haben wir
über Backend gesprochen. Und aber wir möchten, da ist JCP sehr stark im Allen. Side Views, also das, was man dem Benutzer an der Vorderseite zeigt, auf der Webseite, da ist der Autor noch am Werken. Man kann zwar in einem Admin View auch angeben, okay, ich möchte das auch als im Frontend anzeigen. Er erstellt dann auch, wenn Sie das möchten, das kann man angeben im View, einen Menüpunkt. Er macht den View, aber was im Moment noch fehlt, ist der Listen-View. Dass man den müsste man dann selber erstellen, über den man dann die Item-View anwählt. Kann man im Frontend die Hidden Views zur Bearbeitung von Items ja. einschalten, aber Listen-View dafür gibt es? Genau, noch nicht. Ja, die Form gibt es, die XML-Datei gibt es. Das Menu-Entry für die XML-Datei gibt es, aber ja, die Verknüpfung müsst ihr dann noch im Moment noch selber machen. Es wird daran gearbeitet. Ja? Wo kann ich einstellen? Ist es auch im Frontend angezeigt? Okay, die Antwort haben Sie noch zugute. Problem ist ein wenig, dass ihr habt jetzt eine Installation von April, Mai auf den Rechner. Eigentlich war ich zu faul, um die Aufgaben umzusetzen auf die neueste Version mit dem Risiko, dass es nicht funktionieren würde. Seit Mai ist schon viel passiert. Es könnte sein, dass es in dieser Version nicht ist, aber für mich ist es etwas verschwommen. Aber normalerweise kann man das im Admin, warte mal, vielleicht beim Projekt. Das versuche ich da nochmal. Hier bin ich dann wieder im Projekt, hier sind die Admin Views. Die kann ich dann bearbeiten, sage ich ja. Ah, ja, hier steht ja. Also wenn man über Projekt die angelinkte Admin Views sich auswählt, dann gibt es eine Option am Ende, der sagt Edit Create Side View. Dann kann man sagen, keine. Füge die Side View dazu, dann ist der Code drin, aber kein Menü Entry. Und man kann auch sagen, okay, gib mir mal auch das D-Menü-Entry dazu. Das ist dann einfacher. Ja? Ja, dies hatte ich schon ganz kurz anvisiert bei Marty Melview. JCP macht sich immer Mühe, über den Kontext, in dem man ist, die entsprechende PHP-Code, der entsprechende PHP-Code hier unter zur Verfügung zu stellen. Und den kann man dann in seinem View reinladen. Darüber hinaus gibt es dann auch noch eine Bibliothek mit Snippets. Also ein kleines Stückchen Code, zum Beispiel hier
ist eine separate Menü-Entry über Alerts für Bootstrap 4 links. Also dies wäre dann der entsprechende HTML-Code, den kann man sich dann hier auskopieren in sein HTML-Stück. Hat man eine Art Bibliothek, braucht man nicht alles gleich wissen, wenn man ein Alert machen möchte oder irgendwas anderes. Die Bibliotheken dafür sind zentral verwaltet, aber man kann auch seine eigene dazu stellen. Hier geht zum Beispiel Bibliotheken für Bootstrap. Er hat eine Bibliothek für eine Tabellenklasse, um die über JavaScript zu verwalten, dass die Tabelle dann sortierbar ist und so weiter. Aber im Prinzip ja, ist eine Editierhilfe, will ich mal sagen. Ja, beim Projekt. Ja. Da gibt es jetzt ein paar Versionen. Bootstrap 3, 4, weiß nicht genau, was er alles benutzt. Okay, jetzt wird es an der Zeit, dass wir mal den Status, den ich hier halbwegs gezeigt habe, dass ihr den auch mal auf euren Rechner holt. Aber zuerst, man kann sein Projekt auch teilen und exportieren. Also alles, was man macht, kann man über ein Export-Package sich auslagern lassen und dann auf einen anderen Rechner einspielen. Der Compiler selber ist verfügbar als ein Projekt. Wenn man die Repo, die Git-Repo liked oder folgt, dann kann man einen Key anfordern. Denn man kann, wenn man möchte, seine Repo verschlüsseln, dass nicht jeder daran rumfuchteln kann. Aber dann könnte man sich die die JCB-Komponente hier installieren und dann könnte man die JCB-Komponente kompilieren und dann hat man die Komponente selber. Also das Teil kompiliert sich dann auch letztendlich selber. Und das Exportieren und Importieren ist dann eigentlich ganz gut für die Archivierung oder das Teilen mit anderen Entwicklern oder weiß ich was. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, das zu tun über Git, aber das geht hier jetzt zu weit. Okay, um alles wieder gleichzuziehen, ihr habt ja alle irgendwas verbrochen mit Felder und Feldtypen und weiß ich was. Auf eure Rechner in dem Ordner Media GCB Workshop / SQL, das hat zu bekommen beim Einspielen vom Akiba Backup, haben wir verschiedene Stände des Projektes abgelegt. Die könnt ihr laden über Adminer, das ist im Control Panel. Eure Installation und dann haben wir alle wieder den gleichen Zustand. Wenn wir hier die Tabelle initialer Setup laden, einmal zu, um das auszuprobieren. Also geht nach Adminer im Control Panel, dann öffnet sich das. Dann man Credentials würden sein müssen für die Database alle JCB Workshop als Username, Passwort und Database. Dann kann man auf, wenn man in Adminer drin ist, klickt man auf Import, browse danach
Media Workshop SQL und lädt die Datei ein. Parallel zu dem SQL-Verzeichnis gibt es auch ein MySQL Workbench-Verzeichnis, wo die Datenbank-Definition für das ganze Projekt abgespeichert ist. Die könntet ihr in MySQL Workbench einladen und dann sehen, okay, wie das komplette Kundenverwaltungs Mini-Projekt aussieht. Welches Paket soll man einlesen? Ich würde mal anfangen mit alles zu resetten und da ist es. Ich habe die Dinge nummeriert. Also alle einlesen? Nein, das erste. 01 initialer Setup. Okay. Da müsste alles wieder gelöscht sein. Klappt das jetzt bei allen? Na, aber also bei deiner Installation unterhalb vom Document Root gibt es in Joomla normalerweise einen Media Folder und dann in Media. Ja. Wer ist noch nicht so weit? Nee, das. Ja, ohne Root-Passwort kann Adminer nicht gut funktionieren. Ich glaube, da musstest du deine Installation umstellen auf Passwort und das ist nicht unbedingt einfach. In kürzester Zeit. Okay. Ja. Dann müsste eigentlich alles gelöscht sein. Okay, dann machen wir weiter. Und jetzt laden wir das 02 Fields and Admin View Client. Wir haben erst alles gelöscht. Und wenn wir dies jetzt laden, bekommen wir zwei Tabellen mit diversen Feldern, wo wir dann weiter gucken können. Wirklich? Ja, ich kann das Feld nicht.
Das ist aber peinlich. Das habe ich auch gestern noch probiert. Was sagt er denn hier? Frag nicht warum. Okay, wer ist noch nicht so weit? Ist egal, okay. Okay, jetzt werden wir nach zum Komponentenbilder gehen und gucken uns den Admin View an. Dann sehen wir, dass wir die Clients-Tabelle haben. Die Lucas-Demo-Dingsbums. Kannst du hier mal auf Client klicken. Okay. Wenn er das Teil geladen hat, klickt erstmal auf Felder. Also hier im Component Builder, hier auf Fields. Und dann haben wir hier unten. Das sind die Felder, die wir auch im Datenmodell definiert haben. Wir haben die mit einem Präfix von Client versehen, damit die etwas einfacher zu sehen sind. Wir haben das Feld vom Typ Text für den Namen. Wir haben den User zur Verlinkung nach Joomla und die Wertnummer als Text. Na, erstellen Sie bitte eine Komponente und fügen Sie diese Administrationshinsicht dazu, kompilieren und installieren. Ich werde schneller reden. Also ganz ohne Übungen ist ja auch kein Workshop.
Bei wem hat es noch nicht geklappt? Dann waren wir noch 20 Minuten, hat mir ein Vögelchen eingesprochen. Entschuldigung? Naja, was gibt's denn? Ja, viel ist aber relativ, aber. Okay, ich bin schon ein paar Schritte weiter gegangen, aber weil wir zu wenig Zeit haben, aber hier, ihr müsstet ja jetzt die Clients-Ansicht haben im Administrations-View. Und ich habe hier keine neue Clients, ich kann so hier einen neuen Client anlegen, Name. Da sieht man hier beim primären Kontakt, wenn ich drauf klicke, dann kriege ich die Benutzer meiner Webseite, kann die dann selektieren, kann die Wettnummer eingeben und dann ist gut. Okay, dann machen wir schnellstens weiter. Da wird mir noch halbwegs alle Teile. Also die Übung für die erforderlichen Felder werde ich dann euch überlassen. Wir haben schon geredet von einer Beziehung zwischen zwei Tabellen. Und dafür benutzt man ein benutzerdefiniertes Field. Ich werde noch nur das Resultat zeigen, aber ihr könnt das alles nachvollziehen über die Slides im Nachhinein. Aber was das Teil tut, und, ja, ist wohl kaum lesbar, aber beim benutzerdefiniertes Field sagt man, hat man ein Feld Tabelle. Da sagt man, okay, das Feld referiert nach einer Tabelle. Um das generell zu gestalten, hat der, sagt man hier #, Component #. Das wird durch deine aktuelle Komponentennamen ersetzt und dann Client. Die Komponente wird eingefügt, die Verknüpfung zum View wird gemacht, die Verknüpfung zu Views wird gemacht. Und dann zeigt man hier an, welches Feld aus der hiesigen Tabelle verweist auf das Feld in der Target-Tabelle. Wir machen es jetzt nicht, wir haben zu wenig Zeit, aber wenn Sie diese Komponente installieren würden, könnten Sie damit weiterarbeiten. Dann wäre die Aufgabe, die dann auch für zu Hause ist, okay, machen Sie mal eine Beziehung von Kunde auf Logo. Und das sehe dann so aus. Ich habe das schon geladen. Und Sie sehen auch, ich habe zwei Tabellen. Ich habe die Clients und das Logo. Jetzt habe ich hier den vielsagenden Klienten, wer kennt ihn nicht, erstellt. Der ist auch, ich kann hier drauf klicken, dann bekomme ich den Namen, den Alias, den Primärnutzer und die Fed-Number. Bei Logos habe ich auch noch nichts. Dann sage ich, okay, ich mache ein neues Logo. Ich selektiere den Klienten und ihr seht es ja schon, das hat mir das Teil dann zusammengebastelt über die Verknüpfung von ID auf den Namen. Dann ist der vielsagende Name des unglaublich bekannten Klienten BFW
wird hier eingefügt. Also alle Klienten werden sich dann hier vorzeigen. Ich kann das dann selektieren und dann sagen, okay, mach mir mal ein Logo dazu. Warte, lass erstmal Johannes ersticken und dann machen wir weiter. Geht's? Entschuldigung, was war die Frage? Ja, man kann auch von hier aus, dann das ist eine Option, ich kann einen neuen Klienten hier direkt anlegen erstmal. Denn das war ja, wir sind ja im Jo. So. Ja, aber wenn ich hier, ich mache ein neues Logo. Ich selektiere das Logo und ich denke, ach, mein Klient ist noch nicht dabei. Dann kann ich erstmal hier direkt zum Erstellen des Klienten springen. Das sind alle Optionen, die man in der Administration einstellen kann. Braucht man keine grundsätzliche QD-Erfahrung. Und da kann man wieder zurückkommen und die, den Klienten einfügen. Man könnte auch wieder zurück zum Menü gehen, dann in Klienten und dann sagen, okay, ich möchte neuen Klienten. Aber es wird einem halt einfach gemacht. Also ich speichere das ab. Ja. Er möchte gerne einen Klient haben. Und dann ist es wieder recht. Jetzt seht ihr, dass hier zwei Sachen im ListView verlinkt sind. Also hier springe ich zum Klienten. Hoffentlich, ja. Kann ich seine Daten ändern. Und hier das Logo. Und das alles. Auch wieder, es geht über die GUI, man soll die korrekte Häkchen setzen im Admin-View und das Teil macht ja dann die Views dazu. Also ich kann hier sortieren, ich kann hier suchen, wie ich das angegeben habe. Braucht ihr, ja, geht alles über die GUI. Ja, zu Hause könnt ihr auch die 06er raufladen und dann wird es schon was komplexer. Dann hat man das, es wird ja eine Art Projektadministration, man kann das Projekt, hat eine Tabelle, ein Projekt hat eine Umschreibung, Projektnamen und Klienten, die sind dann verknüpft. Ja, links. Man hat Anbieter, also das sind die Leute, die die Arbeit machen, Worker, Stundenlohn, der Name und sein Alias. Dann gibt es eine Aufgabe, die zu bewältigen ist. Also eine Aufgabe ist dann verlinkt an ein Projekt, an einen Worker, Datum Beginn, Datum End, Task Name, Alias. Ja, das könnt ihr alle, hier sehe ich ein paar Fehler, die Bilder sind nicht geladen. Ja, die könnt ihr euch dann im komplexen Teil ansehen, da sind die Relationen eingebracht. Und das sollte dann wirklich eine wenige Vorlage sein für ein begrenzt komplexes Projekt. Wenn man Kinder hat, den kann man so oft sagen, ich bin am Motorrad fahren oder ich gebe jetzt eine Präsentation. Dank dir, Alex. ja, hier gibt es dann halt, könntest du alles nachschauen. Ja, Entschuldigung, dass es so schnell geht, aber das war für viel mehr Zeit vorgesehen. Dann werde ich noch kurz ein paar andere Sachen
anvisieren. Man kann all seine Texte hier in dem Tool übersetzen auf andere Sprachen. Dafür gibt es das Teil Language Translations. Die kann man in dem Tool auch nach Excel exportieren, übersetzen lassen oder wieder importieren. Letztendlich werden die normalen Language Files von Joomla generiert. Ja, das ist wirklich für zu Hause. Hier mache ich einen kleinen Ausschnitt über die Tabellen, die Entitäten, Relation, wie sich das verknüpft. Ja, leider, was dann der Code ist, der draus kommt, was der Nutzen von Primärschlüssel und Fremdschlüssel wäre, um Tabellen effizient miteinander zu verschlüsseln. Was doch für manche noch relativ unbekannt sind. Hier kann man auch die Kaskadierung einstellen. Joomla benutzt noch keine Foreign Keys und so weiter, aber in einer Datenbank kann man schon über Cascading sagen, dass wenn ein Element verschiedene Kinder hat, will ich mal sagen, dass man, wenn man das Element entfernt, muss man normalerweise auch alle Kinder und weiß ich was entfernen. Sehr vorher. Ja, am liebsten vorher, aber denn sonst gibt es Krieg. Aber man kann es sich einfach machen, wenn man in der Datenbankdefinition sagt, okay, Cascade on Delete oder Delete on Cascade, dann macht SQL das für einen. Nicht sehr, wird ja auch beschrieben, wie das dann geht. Also wenn ich den Klienten wegwerfe, dann geht das Logo automatisch weg, brauche mich nicht drum kümmern. Ja, die Aufgaben, wie gesagt, stehen auch unter Media, JCP Workshop, MySQL Workbench, da sind all diese Modelle vorhanden. Dann benutzerdefinierte Codes, ja, man kann eine Art Makros machen innerhalb von GCP, womit man dann Platzhalter im Code einfügt und dann ja, werden die halt ersetzt. Die kann man dann projektunabhängig sich definieren. Wie gezeigt in dem Feld Definition, da stand dann Häkchen, 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 Komponente, Häkchen, Häkchen, Häkchen. Das ist dann eins dieser Möglichkeiten. Ja, hier das Index und Kaskaden. JCP unterstützt auch Layouts wie in Joomla. Dann kann man, die kann man sich da definieren. Dann über den normalen Syntax kann man sich die Layouts dann in einem View reinholen. Es hat auch Templates. Die sind alles in der linken Menühälfte. Hier, Custom Code Placeholder, Library Snippets, Validation Rules, Felder, alles steht da drin. Ich habe noch 5 Minuten, sagte Johannes. Wir haben Bibliotheken. Die kann man sich reinholen von JavaScript oder weiß ich was. Es gibt auch Schnipsel, die global, wo Leute nützliche Stückchen Code generiert haben. Und für mich das Allerwichtigste, was dieses Tool, ich habe schon am Anfang gesagt, man kann Roundtrip-Entwicklung, ich weiß nicht, was das ist, habe mir nicht ein gutes deutsches Wort überlegt. Wie gesagt, beim Admin View kann man zum Beispiel sich Teile im, kann man Buttons zufügen, dann kann man den PHP-Code angeben, man kann in bestimmten Fragen vom Laden des Formulars PHP-Code eingeben.
Das kann man dann im Editor, im NetBeans, sich ändern. Das wird wieder reingenommen. Es gibt eine große Anzahl von Stellen, wo man dann den Code ändern kann. Aber das wirklich Wunderbare an diesem Teil ist, dass ich eigentlich an irgendeiner Stelle im Code, auch die er im Vornherein nicht weiß, mich Änderungen zufügen kann. Also hier, hier. Wenn ich sowas dann irgendwo im Code mache, wäre entweder eine CSS-Datei, eine JavaScript-Datei, aber dann mit anderen Comments eine XML-Datei, kann ich das Spezialkommentar, also Insert, bla bla, und dann mein Code und dann das wieder abschließen. Und dann wird er beim Kompilieren wird er das reinziehen, und wenn er aufs neue beim neuen Kompilierer ausfangen wird er es auch wieder ausgeben. Also wo man dann auch Änderungen machen möchte, das kann man machen. Und man kann dann auch im Nachhinein noch wieder neue Tabellen, neue Ansichten in der GUI dazufügen. Das verstört nichts. Nach dem Kompilieren sieht es dann irgendwas anderes aus. Es steht hier eine Nummer dahinter. Die kann man dann in der GUI, kann man die dann auch wieder zurückfinden, was man da reingemacht hat. Als letztes noch ein kleines Topic auch für zu Hause. Wie gesagt, man kann im Workbench sich SQL exportieren lassen. Das kann man in Component Builder wieder reinlesen, und das erzeugt dann deine Felder und deine Admin Views, und von daraus kannst du dann wieder arbeiten. Also dann braucht man nicht, wenn man das Modell im Workshop erstellt hat, mit all den Feldern und den Typen, Text, weiß ich was, das braucht man dann nicht mehr von Hand nochmal in JCB machen, denn beim Importieren werden die Felder dann angelegt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ziemlich kurz und sehr schnell. Ich hatte mir mehr Zeit erwünscht, aber nicht bekommen. Ist halt so, wenn ihr noch Fragen habt, fragt mich. Ich bin auch auf Glip zu erreichen in den normalen Community Channels. Werde dann auch die Fragen beantworten. Dann wäre es das für mich. Wenn ihr noch Fragen habt, macht sie in der Pause oder irgendwann diese zwei Tage, dann kann der Nächste jetzt hier im Raum rein. Herzlichen Dank.